Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video meinerseits. Ich bin's, euer Stefan. Heute mal ohne besondere Anmoderation, denn heute soll es darum gehen, nämlich das MacBook Pro 14 Zoll aus dem Jahre 2021 mit dem M1 Pro Chip in meinem Fall, denn ich habe das Baseline-Modell gekauft. Wir haben, wie gesagt, das 14,2 bzw. 14 Zoll Modell und in diesem Video, deswegen sieht das Ganze auch hier so aus, was das Setup angeht, möchte ich einmal über dieses Display hier sprechen, denn ihr habt mich da unter meinen letzten Videos zu diesem Gerät, denn da gibt es ja schon einige auf meinem Kanal auch mal darum gebeten, ein Video zu dem Panel selbst zu machen. Denn das kann ich schon mal vorwegnehmen, auch wenn das Review zu diesem Gerät noch kommen wird. Das ist definitiv eines der Hauptkaufgründe aus meiner Sicht, überhaupt darüber nachzudenken, sich so ein Gerät zu kaufen. So, was haben wir denn jetzt hier aber überhaupt vor uns? Ich habe es ja gerade gesagt, 14,2 Zoll beziehungsweise 14 Zoll, je nachdem, ob man das jetzt mit oder ohne Notch berechnen möchte. Das ist jetzt einfach mal einer der Standard-Bildschirm-Hintergründe, die wir hier im Betriebssystem haben. Und wir sind aktuell, das ist auch wichtig, bei 50% Display-Helligkeit. Das heißt, ich gehe mal hier auf die dunkelste Stufe, bevor es ausgeht, damit ihr mal seht, wie dunkel es werden kann. Und dann gehe ich mal im Umkehrschluss auf die vollen 100%. Und dann seht ihr jetzt hier auch schon mal direkt, wie hell das Ganze wird. Wobei ich euch, wenn ich gerade so auf die Kamera blicke, beziehungsweise auf mein iPhone hier blicke, schon mal sagen kann, das sieht in echt dann tatsächlich nochmal eine Spur heller aus, als es jetzt hier im Kamerabild ist. Das sei jetzt einfach nur mal der Vollständigkeit halber erwähnt. Wenn wir uns dann gleich nämlich mal HDR-Content angucken, dann wird, glaube ich, nochmal deutlicher, wie hell das Display tatsächlich werden kann. Okay, was haben wir jetzt hier vor der Brust? Wenn wir jetzt mal hier in die Übersicht des Systems gehen, dann steht hier, wir haben ein integriertes Liquid Retina XDR Display, 14 Zoll bei einer Auflösung von 3024x1964 Pixeln. Also ziemlich nah an nativen 4K, was ja 3840x2160 Pixel wäre. So, und ich bin ganz ehrlich mit euch, das war für mich auch ein Kaufgrund zu sagen, oh ja, kleines Gerät, sehr hohe Auflösung, das klingt gut. Auf der anderen Seite habe ich mir direkt die Frage gestellt, wie mag das Ganze aussehen, wenn ich hier im Hintergrund, hier um genau zu sein, ein 28 Zoll Display habe mit 4K und da teilweise Schwierigkeiten habe, irgendwas zu lesen. So, und jetzt muss man aber dazu wissen, und da bin ich dann auch sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsache zurückgekommen, wenn man jetzt nämlich hier mal auf das Display klickt in den Systemeinstellungen, dann steht hier nämlich jetzt, dass das, was ich hier aktuell eingestellt habe fürs Display, aussieht wie 1512x982 Pixeln. Das liegt daran, dass ich hier eine Skalierung aktiviert habe. Denn der Standard für das Display, ich klicke jetzt nicht drauf, denn ich mache parallel auch eine Bildschirmaufnahme und dann würde der diese beenden, dann wird das Fenster hier, was wir hier sehen, nämlich größer. Denn die Standardauflösung ist, wir können es ja auch hier sehen, genau. Also, ich habe jetzt das ausgewählt, mehr Fläche steht ja auch da, bezogen auf die Skalierung. Und jetzt hat er auch den Wert hier angepasst, ihr seht es gerade. Jetzt steht hier nämlich nicht mehr die Auflösung, die wir gerade eben gesehen haben, sondern jetzt steht hier nur noch integriertes Liquid Retina XDR Display. So, und dann können wir hier, wenn wir eben eine Skalierung auswählen, die Version hier nehmen, wo der Text dann größer wird und somit auch die ganzen Bedienelemente, Finderfenster etc. pp. Upsala. Und dann hätten wir aber im Grunde trotz der hohen nativen Auflösung des Panels nur eine sichtbare Auflösung, wenn man das so sagen soll, durch die Skalierung, die dann stattfindet, von 1024x665 Pixel bei dieser Einstellung, 1147x745 bei dieser, bei der mittleren sind es dann 1352x878. Der Standard fürs Display ist 1512x982 und das, was ich ausgewählt habe, ist natürlich das Maximum. Es wären jetzt 1800x1169 Pixel, also im Prinzip sogar weniger als Full HD. Das heißt, das, was ihr hier jetzt angezeigt bekommt auf dem Display aktuell bei meiner Einstellung, entspricht eben im Grunde dieser Auflösung hier und eben nicht 3024x1964. Warum ist das so? Sollte klar sein, ich habe es ja eben im Grunde schon angerissen, wir haben hier hinten 28 Zoll Display und das zeigt mir native 4K an. Wenn ihr mal native 4K gesehen habt auf einem entsprechenden Display, dann wisst ihr, dass ihr bei einem 14 Zoll Display, bei einer nativen 4K Auflösung oder nahe 4K nichts mehr sehen würdet. Das ist einfach Fakt. Ihr müsstet gefühlt dann mit der Nase im Panel sitzen. Deswegen, das war für mich zumindest schon mal die erste kleine Ernüchterung, dass ich gemerkt habe, ups, ich habe zwar jetzt die hohe Auflösung, aber tatsächlich zeigt er sie mir ja gar nicht an. Denn wenn ich jetzt hier mal noch so ein Finderfenster schon mal öffne,
weil ich will euch hier gleich einen Clip zeigen und dazu nehme ich dann auch ein paar Parts meines Let's Play-Kanals, weil ich das in HDR produziere, entsprechend das Let's Play, und da kann man das eben hier schön auf dem Display gleich auch mal sehen, wie hell es wird. Dann sieht man ja hier, dass das alles doch noch verhältnismäßig groß aussieht. Also, beziehungsweise, es ist schon relativ klein, aber viel kleiner dürfte es auch nicht sein, dann könnte man es nicht mehr lesen. Das heißt, diese GUI hier und auch die ist eben aufgrund der Einstellung hier skaliert, davon ausgehend, dass die Fläche, die benötigt wird oder ja zur Verfügung steht, um das GUI anzuzeigen, eben jene Auflösung hat. Also 1800 mal 1169 und eben nicht die vollen nativen 4K. Sonst könnte man ja meinen, was ist denn das für ein Blödsinn, das ist doch Verarschung und so weiter und so fort. Ist es aber in der Tat nicht. Denn wenn wir jetzt mal das hier einfach in den Hintergrund stellen, wir gehen nämlich gleich hier auch noch auf diese Einstellung ein. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, ich habe hier auch noch ein Final Cut Projekt entsprechend für den kommenden Part des Let's Plays, was ich gerade erwähnt habe, offen. So, wenn wir das jetzt einfach mal öffnen, dann kann ich euch nämlich eins zeigen. Dieses Let's Play ist in Full HD erstellt. Das kann ich vorweg sagen mit 60p. Jetzt können wir hier noch einen Hinweis für die neue Final Cut Version. So, und jetzt mache ich mal gerade den Ton aus. Jetzt seht ihr hier oben, beziehungsweise hier das ganze Programm. Also auch hier gilt wieder, die GUI, die Oberfläche von Final Cut, ist eben so skaliert, dass sie diese 1800er Auflösung eben darstellt. Das heißt, die Elemente sind eben nicht so megamäßig super duper klein, wie sie es wären, wenn wir hier native nahezu 4K-Auflösung hätten. Auch wenn das hier beispielsweise schon sehr klein ist. Aber ihr seht darüber hinaus, dass hier oben jetzt in der Preview steht 100%. Und das liegt daran, dass der Bereich, den ihr hier jetzt seht, also wo die Video-Preview jetzt stattfindet, oder ich gehe mal hier gerade auf einen Ausschnitt vom Intro, na, dann sehen wir hier den ganzen Bereich, das sind jetzt 100%. Das heißt, dieser Bereich hier, den wir jetzt hier sehen, der wird nun tatsächlich in Full HD angezeigt. Denn Full HD passt ja hier auf dieses Display auflösungstechnisch drauf. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, ich weiß, hat mich auch am Anfang irritiert und ich habe das auch nicht so ganz verstanden, gebe ich zu. Aber wir haben ja 3024 Pixel in der Breite und 1964 in der Höhe. So, das heißt, hier passt natürlich Full HD, davon ausgehend, dass man diese Auflösung hat, passt Full HD natürlich komplett rein. Und deswegen wird jetzt hier im Falle von Final Cut, wenn ihr ein Video schneidet, auch die volle Auflösung angezeigt. Deswegen steht hier auch 100%. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist jetzt nicht irgendwie etwas skaliert oder verkleinert oder sonst was, sondern der Ausschnitt hier entspricht wirklich tatsächlich nativer Full HD Auflösung innerhalb dieses skalierten User Interfaces, wenn man so will. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt irgendwie verstanden. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert, aber da bin ich am Anfang halt wirklich drüber gestolpert, weil ich gedacht habe, jetzt ist hier alles super klein, ich habe super viel Platz, aber nein, die GUI von Finder bzw. Final Cut und jedem anderen Programm, die ist eben auf die Auflösung ausgerichtet, die ihr hier über die Skalierung wählt. Beziehungsweise, wenn ihr Standard einstellt, dann habt ihr nämlich sogar nur 1512 mal 982 Pixel. Also beziehungsweise, dann sieht es so aus. Das ist nämlich auch gemeint mit diesem sieht so aus. Und bei meiner Einstellung sind wir eben nah an echtem Full HD dran. Und nochmal, wenn wir dann Final Cut öffnen, seht ihr hier, dass wir aber tatsächlich echtes Full HD auch anzeigen können innerhalb dieser Ansicht. Ich weiß das. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das jetzt versteht, was ich versuche euch zu erklären. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, aber ich hoffe, das kommt irgendwie rüber, was ich euch damit vermitteln will. Also ihr dürft jetzt nicht denken, dass ihr jetzt dadurch, dass wir zumindest hier in dieser Anzeige nicht genau die gleiche Auflösung angezeigt bekommen, die das Display theoretisch kann, dass das dadurch jetzt schlechter wäre. Also das ist vollkommen in Ordnung, denn viel kleiner dürfte das alles hier gar nicht sein, sonst erkennt ihr gar nichts mehr. So. Dann haben wir natürlich hier die Option, die Helligkeit automatisch anzupassen. Wie gesagt, wir sind hier im Moment bei 50%, lasse ich jetzt auch mal so. Und dann haben wir hier die entsprechenden Voreinstellungen, die es gibt. Ich habe natürlich Apple XDR Display eingestellt bei P3 1600 Nits. Das ist das Beste, was das Display nun mal anzeigen kann. Wir können hier aber auch das Ganze reduzieren auf nur 500 Nits. Dann ist es eben kein XDR Display mehr, sondern nur ein normales Apple Display in Anführungszeichen. Und dann haben wir hier diverse andere Presets, die dann dazu führen, dass eben die farbliche Darstellung des Displays sich ändert. Darüber hinaus könnt ihr aber natürlich auch hier welche hinzufügen, wenn ich das richtig verstehe, respektive importieren, exportieren oder auch löschen, was ich allerdings nicht empfehlen würde, denn die sind ja nicht ohne Grund da. So, dann habt ihr darüber hinaus hier die Möglichkeit, eben
ProMotion abzustellen. Das bedeutet, das Display kann ja bis zu 120 Hertz anzeigen. Je nachdem, was ihr gerade anzeigt, werden diese 120 Hertz auch abgerufen. Aber wenn ihr beispielsweise ein Video schaut im Fullscreen-Modus, was eben nur 30p hat, 25p hat etc., dann wird natürlich die Frequenz hier entsprechend angepasst, automatisch. Ihr könnt aber natürlich auch, das hat man ja gerade gesehen, hier explizit sagen, ich will, dass das Display jetzt aus welchem Grund auch immer für einen Moment mal nur mit 60 Hertz statisch läuft, beziehungsweise mit den hier entsprechend angegebenen Werten. Auch das werde ich jetzt nicht ändern. Ich denke mal, das sollte klar sein, wie das zu verstehen ist. Ich will mir ja jetzt hier beispielsweise das Display mit dem iPhone nur mit 30p ab. Also deswegen seht ihr jetzt hier eh nicht, wenn ich die Maus bewege, dass die sich gegebenenfalls sehr flüssig bewegt, weil das eben gar nicht erfasst werden kann entsprechend von diesem Abfilmen, was ich jetzt hier gerade tue. So, packen wir das wieder in den Hintergrund und machen jetzt mal einen meiner letzten Let's Play Parts auf. So, und jetzt seht ihr hier, glaube ich, relativ schnell, dass das Display jetzt nochmal eine ganze Spur heller geworden ist, obwohl wir immer noch bei 50% Brightness stehen. So, jetzt kann ich ja hier mal irgendwo reingehen und ihr seht dann hier beispielsweise bei dem Spiel Tron 2.0, um das es hier geht, auf meinem Let's Play-Kanal. Wunderbar, glaube ich, dass hier die hellen Bereiche super hell wirken, entsprechend die dunklen auch super dunkel. So, und wenn ich das Ganze jetzt nochmal auf 100% stelle, dann kommt das leider Gottes jetzt auf dem iPhone nicht so wirklich schön rüber. Aber ich kann euch versichern, dass das Ganze ziemlich hell ist. Und wo man das Ganze noch interessanterweise besser sieht, ist, wenn man jetzt nämlich nochmal Final Cut aufmachen und hier mal in der Timeline entsprechend an eine dieser Stellen gehen, wo man das Level sieht. So, jetzt habe ich mich natürlich hier nicht gut vorbereitet an der Stelle. So, das ist ja zum Beispiel auch eine relativ helle Stelle, beziehungsweise eine Stelle mit hellen Elementen. Ich hoffe, ihr seht den Mauscursor noch. Und wenn wir jetzt nämlich mal von den 100%, wo wir uns gerade befinden, runtergehen, dann wird nämlich eines klar, dass dann der Unterschied zwischen den SDR-Inhalten, jetzt wird es glaube ich noch deutlicher, und den HDR-Inhalten ganz klar zum Vorschein kommt. Und jetzt seht ihr nämlich, dass dieser Bereich hier immer noch deutlich heller angezeigt wird als die ganze Oberfläche drumherum. Und das liegt einfach daran, dass das MacBook Pro natürlich so intelligent ist an der Stelle, was ich natürlich auch erwarte, und euch eben nur jene Inhalte auch in HDR und dann eben auch mit diesen bis zu 1600 Nits anzeigt, wo es eben auch Sinn macht. Denn die Oberfläche jetzt hier von Final Cut in HDR anzuzeigen, das wäre einfach nur Akkuverschwendung und macht auch in dem Sinne nicht viel Sinn tatsächlich. So, bei 50% bzw. je heller wir das Ganze machen, umso geringer ist jetzt visuell für mich, aber auch in der Kamera sieht man es ganz gut, desto geringer ist der Unterschied jetzt zwischen diesen SDR, sage ich jetzt einfach mal, und HDR-Elementen. Aber trotzdem kann ich euch sagen, gehen wir nochmal hier auf etwas mehr Farbe. Das war jetzt doch gerade alles sehr weiß. Dass das Ganze schon sehr krass aussieht. Insbesondere, wenn jetzt hier so im Hintergrund irgendwas blitzt und blinkt. Hier seht ihr es jetzt auch nochmal ganz schön bei den weißen Elementen oder hier. Das ist schon richtig grandios. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Let's Play Parts jetzt zu diesem Tron 2.0 LP bisher immer auf dem SDR-Panel geschnitten, was ihr hier hinten seht, und habe quasi mein Color Grading mehr oder weniger blind gemacht, habe mir die Parts hinterher aufs iPhone geschickt, aufs iPhone 12, um dann zu gucken, ob die HDR-Ansicht vernünftig ist. Jetzt kann ich das Ganze direkt auf dem MacBook genießen, und wenn ich jetzt mal die Hand hier so vorhalte, dann seht ihr ja auch, wie krass das Display jetzt meine Hand anleuchtet, wodurch auch nochmal ganz klar wird, wie heftig eigentlich die Helligkeit ist, die dieses Display bieten kann, wenn man eben entsprechenden Content darauf anzeigt. Und das ist wirklich, ganz ehrlich, wenn ihr in HDR Content produzieren wollt, egal ob jetzt ein Let's Play oder auch die Videos auf meinem Tech-Kanal, die sind ja jetzt auch mittlerweile alle in HDR seit geraumer Zeit, dann ist dieses Display alleine Gold wert. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, seit ich das MacBook Pro jetzt hier in meinem Besitz habe, habe ich kein Video mehr auf dem M1 Mac Mini geschnitten. Nicht, weil dessen Performance jetzt auf einmal schlecht wäre, nein, nur wegen diesem Display und weil ich eben in HDR den Content produziere und dieses Display hier hinten, beziehungsweise das zweite, was ich noch oben habe, eben nur SDR darstellen kann. So, ich hoffe, ich konnte euch alle Fragen beantworten, die ihr jetzt zum Display hattet. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieses Video. Dann kann ich da eventuell auch nochmal drauf antworten. Aber ich hoffe mal, dass ich jetzt so das Wichtigste bezogen auf das Display abgedeckt habe in diesem Video. Und ich hoffe, ihr habt mein kompliziertes Geblubber da vorhin auch verstanden. Versteht jetzt so ein bisschen den Unterschied zwischen der tatsächlichen Auflösung, die das Display bieten kann,
und dem, was es anzeigt, weil es eben aufgrund der sehr hohen nativen Auflösung eben erforderlich ist, dass GUI-Elemente skaliert werden, weil man sonst einfach nichts mehr lesen könnte. So, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da. Ich blende jetzt über die Endcard mal eines der letzten Videos zu diesem grandiosen Gerät ein. Könnt ihr dann auch gerne mal reinseppen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei einem nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund, ich bin jetzt raus, euer Stefan. Ciao.